Führungswechsel geben. 117,5 Meter im ersten Durchgang. Seinen Gesichtsausdruck, den kenne ich, auch wenn das Visier heruntergeklappt ist, voll konzentriert vom Scheitel bis zur Sohle. Vom Anfang bis zur Siegerehrung, wenn es denn klappt. Naja, 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 es war wohl auch ein 120er. Sehr schöne Noten natürlich. Es bleibt dabei, was ich im ersten Durchgang gesagt habe. Noch ein kleines bisschen mehr Power, dann geht er noch 3-4 Meter weiter und dann schlagen ihn nur ganz, ganz wenige. Neuer Spitzenreiter, Janne Ahonen, 117,5 und 120 Meter.